Doch zunächst zu meinem letzten Abzockefall in Hongkong. China ist ein Antikenparadies. Ganze Armeen buddeln sie hier aus. Ganze Schiffsladungen holen sie vom Meeresgrund. Hongkong ist der Umschlagplatz für chinesische Antiquitäten. Ein Eldorado für Sammler und Touristen. Und für mich. Jahrtausendalte Geschichte ist das, was man hier teilweise zu sehen bekommt. Naja, wobei ich gar nicht weiß, ob diese ganzen Vasen und Figuren wirklich so viele tausend Jahre auf dem Buckel haben. Angeboten werden sie einem hier, in wirklich jedem Laden. Ich sehe hier Worte wie Ming, die berühmten Vasen, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ob das jetzt bei mir ins Wohnzimmer passt, weiß ich nicht, aber vielleicht finde ich ja was Kleineres, was trotzdem einen Wert hat, vielleicht sogar einen antiken Wert, weil antik soll hier alles sein. Glauben Sie das? Ich habe da so meine Zweifel. Auf der berühmten Cat Street will ich mir das Angebot der Kunst- und Antiquitätenhändler genauer ansehen. Zugegeben, ich bin ein absoluter Kunstlaie. Und gerade deshalb bin ich auf die Ehrlichkeit der Händler angewiesen. Na, ich suche nichts Neues, ich suche eher nach was Altem. Wie wär's mit 80 Jahren? 80 Jahre? Das ist ja nicht antik, oder? Noch nicht. Du hast nicht gesagt antik, nur alt. Ja, dann sage ich jetzt antik. Gibt's da einen Unterschied? Naja, ich bin erst 80, noch nicht antik. Thank you. Nett ist er. Und das passende Angebot scheint er auch zu haben. Ich habe zwar wenig Ahnung von Antiquitäten, aber anscheinend ein glückliches Händchen. Wenn ich dem Verkäufer glauben darf. Darf ich anfassen? Guter Geschmack. Sie sagen, Sie verstehen nichts davon und greifen direkt das beste Stück. Das ist das Wertvollste, ja? Ist das sehr alt? Ja, Song-Dynastie, ungefähr um die Zeit. Und wie alt wäre das denn? 1000 blabla Jahre, über 1000 Jahre. Ernsthaft? Das kann ich ja gar nicht anfassen. Ja, keine Sorge. Die Song-Dynastie endete tatsächlich vor rund 1100 Jahren. Seine Hausaufgaben hat er gemacht. Ist das Ihr Ernst? Wirklich 1000 Jahre? Oh ja, natürlich. Oh mein Gott. Wenn Sie mir 1000 geben wollen, dann müssen Sie das mit ihr ausmachen. Nein, ich meine 1000 Jahre alt. Ja, 1000 bis 1200 Jahre ungefähr. Jetzt habe ich wirklich Angst vor dem Preis. Und was kostet das? Wo ist sie schon wieder hin? Ah, sie macht die Preise. Aha, für die Geschichte ist der kantonesische Straßenhistoriker zuständig. Für den Preis seine Frau. Ja, ja. Also, was kostet das? 2220. 2220? Leute, das sind 180 Euro. Ich habe noch nie eine Antiquität für so einen Preis gesehen oder gekauft. Also, ich würde die gern mitnehmen. Thank you very much. Ich bezahle 2200 Hongkong-Dollar, rund 250 Euro. Für eine mehr als 1000 Jahre alte Antiquität ein Schnäppchen. Thank you very much, Shisho. Thank you. Hat das System auf der Cat Street? Ich gehe in einen anderen Laden. Ich wähle wieder eine Karaffe. Sie steht in einer Vitrine. Scheint also alt und teuer zu sein. Die Kanne hier finde ich hübsch. Kann ich die mal ansehen? In meinen Augen liegt das Alter irgendwo zwischen 2 Tagen und 2000 Jahren. Ich frag mal lieber nach. Ah, das ist alt. Da muss ich nachfragen. Oh, yes. Yeah. Die Verkäuferin scheint nicht gerade die Hausarchäologin zu sein. Dafür aber die Dame an der Strippe. Das ist Song. Song-Dynastie. Und wie alt? Oh, so alt, dass ich schon vergessen habe. Ich habe schon vergessen. Sehr lange her. Long, long time. Sattelfest in chinesischer Geschichte ist sie nicht. Wer hier echte Antiquitäten verkauft, kennt sich besser aus. Also, wie sich's anfühlt, gibt mir keinen Hinweis darauf, wie alt es ist. Aber sie sagte gerade schon, Song-Dynastie. Sind ja auch fast 1000 Jahre. Das ist ja Wahnsinn. So eine gute, schau mal, das ist ja nicht so irgendwie was Abgeklopftes. Was kosten die? 5000. Das sind 560 Euro. Ein stolzer Preis für ein Souvenir, aber nicht für eine echte Antiquität. Wenn ich der Verkäuferin glauben darf. Über 1000 Jahre. Das ist ja wirklich antik. Ja. Ich will die haben. Sagen wir 2500.
Mit ein bisschen Verhandlungsgeschick geht auch in Hongkong in Sachen Preis immer etwas. Hallo. Hallo, Chef. Für 3.300 nehme ich Sie gleich mit. Okay. Ah, super. Bezahlen Sie bar? Ja. Das teure Stück landet in der Hochsicherheitsverpackung aus Zeitungspapier. Naja, die letzten 1.000 Jahre hat's ja auch überlebt. Bei uns Sachen, die 1.000 Jahre alt sind, da gibt's Scherben, für die Museen bei uns gemacht werden. Geschweige denn, man kann das kaufen bei uns. Das gibt's nicht zu kaufen. Also ich weiß nicht, ob du antike Kunst oder solche antiken Gegenstände bei uns überhaupt kaufen kannst. Aus dem Jahr 1100. Da graben Leute nach bei uns. Insgesamt habe ich 400 Euro für 2 Antiquitäten ausgegeben. Beide angeblich über 1.000 Jahre alt. Nun stellt sich mir natürlich die Frage, diese beiden Sachen, die wirklich viele hundert Euro gekostet haben, aber Tausende wert sein müssen, sind die auch so antik, wie uns da gerade erzählt wurde? Mein Team hat hier in Hongkong einen Experten für solche antike Kunst gefunden. Und den werden wir jetzt treffen, um die Wahrheit rauszubekommen. Weil wenn das wirklich so ist, dass das hier ist, ist ja Wahnsinn. Ich habe einen Termin an der Universität in Hongkong. Wie es der Zufall will, ist der Direktor der Kunsthistorischen Fakultät ein Deutscher. Und natürlich Fachmann für chinesische Kunst und Antiquitäten. Was weiß ich über diese Statue? Sung-Dynastie. 1.100 Jahre ist es mindestens alt. Ja, 10. Jahrhundert. Ja, das ist diese Dynastie gibt es. Die Dynastie gibt es und heißt bekannt für chinesische Keramik. Also das ist schon vom Material her richtig. Die Figur ist wahrscheinlich nicht ganz so alt. Wie alt würden Sie die schätzen? Ja, ganz neu. Ach, Sie meinen jetzt so 3-4 Wochen oder was? Wahrscheinlich, oder 3-4 Monate. Maximal 3-4 Jahre. Ist vielleicht sogar aus Gips und dann so ein bisschen auf alt gemacht. Der Blick in die Fachliteratur zeigt, ähnliche Figuren sind in China tatsächlich verbreitet. Doch die unterscheiden sich von meinem Schätzchen. Also es gibt diese Art der Oberfläche, die gab es schon ursprünglich zur Han-Dynastie, also vor 2000 Jahren. Okay. Diese Figuren wurden dann allerdings erst während der Tang-Dynastie, also vor 1500 Jahren, bekannt oder beliebt. Waren dann aber oft schon ganz fein auch glasiert. Kann die sich denn abreiben im Laufe der Jahrhunderte? Eher nicht. Also ich denke nicht so, wo die ganze Oberfläche ja ganz einheitlich ist. Was würden Sie jetzt mal ganz, ganz grob schätzen? Da reden wir über mehrere tausend Euro wahrscheinlich hier, ne? Ja, also gute Figuren, wenn nicht sogar zigtausend, ja. Und deutlich mehr Geld als diese, ich nenne das jetzt mal so frech, Fake-Antiquität, weil so alt, wie gesagt, ist es nicht, habe ich hierfür bezahlt. Ein wirklich, ich finde, schönes Stück, was auch aus der Sang-Dynastie, also deutlich über 1000 Jahre alt, sein soll. Sowas, wenn das so gut erhalten wäre und mehrere hundert Jahre alt ist, das dürfte ich gar nicht anfassen. Aber warum ist es in Europa so selten und in China so verbreitet noch? Weil die Stücke immer hoch angesehen und geschätzt wurden, gut behandelt wurden und zum Teil auch in diesem Zustand noch erhalten sind. Sensationell. Aber halt aus der Song-Dynastie, also wirklich 1100, 1200 Jahre alt. So wie die hier? Wahrscheinlich eher nicht. Ich schau mal gern. Dieses Stück ist auch viel neuer. Und auch interessant zum Beispiel, wie das hier angesetzt ist, ist ja nicht ganz perfekt. Aber man versucht dann halt doch irgendwie zu zeigen, wie unperfekt das damals war. Genau, obwohl die zum Teil ganz fein damals schon gearbeitet wurden. Ich will nur sagen, ich habe hier 500 Euro fast für bezahlt, für diese Vase. Wenn die wirklich echt wäre, was hätte denn das ungefähr für einen Preis? Ungefähr nur. Wenn's echt wäre. Also ich denke, 10.000 bis 15.000 sicherlich. Gute Stücke liegen sicherlich drüber. Die habe ich jetzt also gerade nicht in meiner Urlaubskasse. 10.000 bis 15.000 Euro. Die Kopie ist jedoch sehr nah am Original. Man muss eben nur wissen, worauf man achten muss.
gehabt. Na bitte, da sind wir doch schon fast. Ja, der sehr ähnlich. Aber hier sehe ich auf dem Foto, ja, meine, weil sowas ist, dass es viel feiner glasiert ist. Ganz gleichmäßig halt. Und das hat die guten Stücke dann halt auch ausgemacht. Okay. In diesem Fall, wenn Ihnen erzählt wurde, das ist aus der Song-Dynastie, dann tut mir leid zu sagen, dass es leider nicht so ist. Mit diesem Expertenurteil bewaffnet will ich die Händler zur Rede stellen. Immerhin haben sie mir für billige Kopien von Antiquitäten aus der Song-Dynastie mehrere hundert Euro abgenommen. Den Anfang macht die grüne Karaffe. Verkaufen Sie hier Antiquitäten? Diese Sachen hier. Ja, sind die alt? Nein. Also nicht alt, wissen Sie was? Ihre Chefin hat mir aber gesagt, dass das hier richtig alt ist. Zeig sie mal. Jetzt bin ich verwirrt. Plötzlich gibt es hier keine Antiquitäten mehr. Ach so, ja, das ist alt. Nicht alt, oder? Doch, alt. Wie alt? Song? Song-Dynastie. Ja. Und das soll Song sein? Ja, Song. Wissen Sie was? Das ist nicht Song-Dynastie. Auf keinen Fall. Das ist neu. Das ist nicht antik. Moment. Ja. Sein letzter Versuch, mir weismachen zu wollen, dass die Karaffe wirklich alt ist. Ich darf wieder einmal am Telefon verhandeln. Ja, Sie müssen mir helfen. Ich habe hier dieses Kunstwerk. Und Sie haben mir gestern erzählt, dass es aus der Song-Dynastie stamme. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben es an der Universität überprüfen lassen. Kann ich bitte mein Geld zurückhaben? Ich muss mit meinem Mann sprechen. Wenn Sie morgen bitte zurückkommen können. Okay. Dann komme ich morgen und Sie erstatten mir das Geld? Ja. Yes. Bye-bye. Am nächsten Tag kehre ich mit meinem Team nochmal zurück auf die Cat Street. Zwei vermeintliche Antiquitäten würde ich heute gerne zurückgeben. 5 Minuten nach der Zeit ist in diesem Fall des Deutschen Pünktlichkeit. Ich habe den ein bisschen Vorsprung gelassen. Nicht, dass man uns jetzt gleich wieder erzählt, ach, die Chefin ist nicht da und sie müssen morgen wiederkommen. Weil jetzt holen wir uns nur wirklich das Geld wieder. Es wurde uns ja gestern versprochen. Die Karaffe hat 560 Euro gekostet. Viel zu wenig für eine echte Antiquität, aber viel zu viel für eine billige Kopie und ein Souvenir. Ohne Diskussion, ich dachte, ich würde ein bisschen was erfahren darüber. So, what about ist Ihre Frau heute hier? Your wife here today? No. Ah, schade. Denn ich wollte mit ihr hier rüber sprechen. Ich glaube, dass wir hier abgezockt wurden. Es ist eine ganz schön komische Art, Geschäfte zu machen. Sie können das den Kunden nicht als Antiquität verkaufen, wenn es nicht alt ist. Also, was machen wir jetzt damit? Stellen Sie es zurück? Und schwupps, das Schätzchen steht bereit für den nächsten ahnungslosen Touristen. Was kostet es jetzt? 2500. Und wie alt? Song. Jetzt schon wieder, ne? Ja. Sie sind ein lustiger Vogel. So viel steht fest. Das lasse ich hier, ne? Dazu muss ich jetzt wirklich nichts mehr sagen. Mal sehen, ob ich auch die Statue so einfach zurückgeben kann wie die Karaffe. 250 Euro hat sie gekostet. Nicht ganz so teuer, aber nicht weniger unverschämt. Also Sie sind wahrscheinlich das Älteste im ganzen Laden, oder? Nein, ich bin erst 80. Okay. Erinnern Sie sich an diese kleine Statue? Ja. Ich glaube, die ist gar nicht so alt. Ich glaube, Sie sind sogar älter als diese Statue. Sie beleidigen mein Wissen. Ist das so? Ist das wirklich Ihr Wissen? Wissen Sie alles über diese Statue? Fast alles. Fast. Das Gute ist, ich kenne hier jemanden, der an der Universität arbeitet. Aha. Es ist der deutsche Direktor des antiken Kunstmuseums. Also ein echter Experte. Aha. Und ich habe ihm das hier gezeigt. Aha. Was denken Sie? Was sagt er, wie alt es ist? Ach, das ist im Endeffekt doch egal. Also mir nicht. Ihnen vielleicht schon. Sie haben mir gesagt, dass es antik sei. Und auch, dass es viel Geld wert ist. Das hier ist nicht antik. Ist es nicht. Ganz einfach. Was wollen Sie? Ja, ich will Ehrlichkeit. Wenn wir uns unterhalten und Sie mir sagen, dass es 1000 Jahre alt ist, lügen Sie mich an. Das ist Abzocke. Ach komm, nimm dein Geld und gehe. Ich habe keine Lust zu reden. Er weiß, er ist überführt.
Mein Geld bekomme ich zurück. Hey, du willst es nicht? Nee, es ist ja nicht antik. Okay. Dankeschön. Ach, so behandeln Sie Ihre Antiquitäten? Nein, so behandle ich einen Freund wie Sie. Zweimal habe ich mein Geld zurückbekommen. Doch dieser Händler hat nicht nur den Gewinn verloren, sondern auch sein Gesicht. Dass wir uns richtig verstehen. In Hongkong sowie in ganz China gibt es natürlich antike Kunst. Zum Beispiel diese Figur hier. Kostet umgerechnet 430.000 Euro, sagt das Preisschild. Ist deswegen wahrscheinlich auch wirklich echt. Denn in China sind Kunst- und Kulturgüter über Jahrtausende wertgeschätzt und damit auch konserviert worden. Natürlich nicht so wie bei diesem Straßenverkäufer, der frech wurde und überhaupt keinen Respekt vor seiner Ware hat. Ich will nicht sagen, dass man hier keine echten Antiquitäten findet. Auch durchaus bezahlbare für vielleicht 1.000, 2.000 Euro. Das ist übrigens so der Startpreis. Wenn Sie hier was kaufen und erwerben wollen, vorher zu einem Fachmann gehen, wissen, was man kaufen möchte, mehrere Läden vergleichen und sich am besten ein Zertifikat über das ausstellen lassen, was man da bezahlt. Und machen Sie sich auf eins gefasst. Für ein paar hundert Euro gibt es auch hier keine Antiquitäten.